Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag des 28. GMK-Forums hier live aus Nürnberg. GMK, falls Sie es noch nicht wussten, das steht für die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Hier im Begegnungszentrum Südpol in Nürnberg treffen zahlreiche Referenten und Experten auf dem Gebiet der Medienpädagogik aufeinander und diskutieren über die Möglichkeiten der Partizipation mit neuen Medien. In Kooperation mit der AMM übertragen wir vom BVBAM dieses bundesweite Projekt. Und in diesem Rahmen freue ich mich recht herzlich, dass ich Frau Baringhorst heute Morgen begrüßen darf. Hallo. Hallo. Frau Baringhorst ist Professorin an der Universität Siegen. Sie unterrichtet Politikwissenschaften und hat gestern ihren Impulsvortrag gehalten zum Thema Bürger als Producer und wird nachher auch referieren im Workshop Helle. Und ist Teilnehmerin des Workshops Helle und dunkle Seiten der Partizipation. Frau Baringhorst, in Ihrem gestrigen Impuls ging es um den Bürger als Producer. Fassen Sie vielleicht einmal kurz zusammen, welche Möglichkeiten hat der Bürger, um sich aktiv im Netz zu beteiligen? Kurz zusammenfassen ist schwierig, ja. Weil wir auch diskutiert haben, dass es im Grunde geradezu grenzenlose Möglichkeiten gibt. Heute sind gerade durch Social-Web-Anwendungen der Partizipation keine Grenzen gesetzt. Ob das sozusagen kollaborative Medien sind, auf der Ebene von Wiki-Partizipation Wissen zu generieren, zu lokalen politischen Ereignissen, wie aber auch zu Spezialgebieten, sei es im Umweltbereich, Technikbereich, zur sozusagen kritischen Kommentierung von Wirtschaft, was sicher auch ganz spannend ist, dass der Bürger als Producer heute eine wichtige Watchdog-Funktion einnimmt, im Grunde das macht, was früher Massenmedien gemacht haben oder die klassischen Nichtregierungsorganisationen. Hier wird sehr viel sozusagen auch Engagement entwickelt, um kritisch zu beobachten, wie Politiker agieren, sei es durch Abgeordnetenwatch, Lobbywatch und ähnliches. Und insofern bedeutet das halt im weitesten Sinne, dass die Bürger Informationen produzieren, aber auch kritisch beobachten und kritisch bewerten. Da würde mich dann direkt mal interessieren, wie wird das denn von den Usern auch genutzt? Also nutzen das spezielle User oder ist das für alle zugeschnitten? Das ist sicherlich so wie bei der gesamten politischen Kommunikation im Netz, dass es noch immer eine Art von Elitenkommunikation ist. Das muss man sicher sagen. Die Digital Natives sind die jungen Leute und inzwischen ist es so, dass 73% der männlichen Bevölkerung in Deutschland online ist, 66% der Frauen. Ja. Wenn man aber schaut, wie viele sich für Politik wirklich interessieren und dort aktiv sich beteiligen, sind es vielleicht noch um die 6-7%. Und dann gibt es tatsächlich eine klare Gender-Differenz. Das heißt, in den meisten politischen Kommunikationsplattformen sind die Männer, jungen Männer sicherlich diejenigen und die gebildeten jungen Männer, die hier die dominante sozusagen Akteursgruppe darstellen. Was müsste man denn aus Ihrer Meinung her ändern, damit mehr Menschen erreicht werden über das Internet, damit sich auch mehr beteiligen können? Sollte man vielleicht die Sprache ändern, damit mehr Personen, die Schichten mehr angesprochen werden? Ja, ich denke, es gibt verschiedene Dinge. Einerseits muss man schauen, dass natürlich Politik ja auch jenseits des Netzes eine Elitenaktivität ist. Ja, die schauen sich den Deutschen Bundestag an. Da geht es sozusagen vor allen Dingen die Beamten, Juristen, Selbstständige, die dort vertreten sind. Die Frage ist natürlich, wie schafft man es durch das Netz hier im Grunde die Resonanz auf Politik und auch die aktive Teilhabe zu verbreitern. Einerseits würde ich sagen, sind es sozusagen neue Themen, die auch im Netz stärker thematisiert werden. Eine stärkere Anknüpfung von Reden über Politik an den Alltag von Menschen, sei es auf der Ebene der Communities, also städtisches Leben, aber auch gerade dörfliches Leben, gerade die Menschen auf dem Dorf darf man gar nicht vergessen, hier einzubeziehen, was bedeutet Politik vor Ort oder was bedeutet Politik in bestimmten Teilbereichen des Lebens, sei es im Sportbereich, sei es im Konsumbereich, im Gesundheitsbereich. Wir finden sehr viel im Netz an Kommunikation über Gesundheit, von Jungen und Alten. Auch das hat viel mit auch politischen Problemen zu tun und da ist sozusagen die Frage, wie schafft man es, das anzublühen. Eine andere Frage ist, wie kann man Kommunikation im Netz so gestalten, dass sie nicht so sehr sprachlastig ist. Ja.
Es dominieren noch immer die Bleiwüsten als informationelle Bleiwüsten im Netz. Und hier bräuchte es mehr auch audiobasierte Kommunikationsformen, die junge Leute stärker ansprechen und vor allem eben auch diejenigen, die in der Schriftkultur nicht so gut zu Hause sind. Ist aber auch alles noch im stetigen Wandel, weil das Internet gibt es ja im Prinzip auch noch nicht so lange. Das differenziert sich aus und es gibt sich ja auch für alle Nischen. Es gibt inzwischen auch viel Forschung zum Bereich von Migranten und Netz, die ja auch ihre Communities aufbauen und da passiert sehr vieles auch. Und die Frage ist immer, ja, gucken wir darauf, als das sind jetzt politische Plattformen oder unpolitische. In der Regel, wenn Sie sich das genau anschauen, ob das russlanddeutsche oder türkische Migranten sind, die diskutieren über vieles. Ja, die diskutieren darüber, wo die nächste sozusagen Tanzveranstaltung ist, aber sie diskutieren auch darüber, welche Wahlen in der Türkei stattfinden oder welche Rede Frau Merkel zur Integration gehalten hat. Also da, finde ich mal, verwischen auch die Grenzen zwischen dem, was Politik und was nicht Politik ist. Ja, ist aber auch ganz schön, denke ich. Ich möchte mich jetzt nochmal beziehen auf den gestrigen medienpolitischen Talk. Hat denn der Bürger wirklich alle Freiheiten, um über das Netz zu kommunizieren oder schränken Grenzen diese Kommunikation ein? Also ich weiß jetzt nicht genau, was Sie in dem Fall unter Grenzen verstehen. Meinen Sie jetzt sozusagen, welche Zensur von staatlicher Ebene die Kommunikation im Netz beeinflussen, dann ist es sozusagen ja relativ gering geregelt. Ja, wenn man sagt, welche Grenzen gibt es etwa auf der finanziellen Ebene, müssen wir auch sagen, na gut. Nee, um sich mitzuteilen einfach im Netz, was es da für Grenzen gibt, also worauf stoßen jetzt Migranten, die sich im Netz partizipieren möchten, worauf stoßen Hochschulabsolventen zum Beispiel? Also Annahme ist, dass es sozusagen formale Grenzen ja eher geringer sind. Es sind sozusagen informelle Grenzen, es sind soziale Grenzen. Mhm. Das Interessante ist, dass man ursprünglich angenommen hat, dass das Netz so eine Art Brückenfunktion entwickeln würde, sodass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sich austauschen. Mhm. Faktisch ist es aber so, dass es eine Art Fragmentierung gibt. Das ist die Nischen der Bevölkerung, die wir so finden, die Submilieus auch unter sich bleiben. Das heißt, die kulturellen Grenzziehungen, die sozialen Grenzziehungen in der Kommunikation erhalten bleiben. Ja, dass Öffentlichkeit eigentlich zerfällt in eine Vielfalt von Nischenöffentlichkeiten. Und das ist sicher auch eine Herausforderung für eine Gesellschaft zu fragen, wie kann man diese Grenzen zwischen den kulturellen Subgruppen, die ja sozusagen Detailfragen teilweise diskutieren, wieder öffnen und Brücken zu bauen. Technisch ist das einfach, etwa durch die Hyperlink-Struktur ist irgendwie auch jede kleine Community wieder verlinkt mit anderen, aber die Frage ist, ob diese Hyperlinks eigentlich auch eine soziale Beziehung bedeuten. Und ist, glaube ich, ein bisschen Ernüchterung angesagt. Vernetzung, ja, bis sozusagen in die transnationale Ebene hinein, auf der technischen Struktur des Netzes, aber auf der sozialen Ebene sehe ich da viel weniger wirklich Beziehungen entstehen über die Submilieus hinaus, denen man so oder so angehört. Ja, Frau Baringhorst, damit bedanke ich mich auch schon für unser kleines Interview und wir machen gleich weiter mit Frau Panier, also bleiben Sie dran, bis gleich.